Zu dem noch attraktiveren Design des neuen Audi 80 wurde eine Vielzahl technischer Detaillösungen realisiert. Die eigentliche Audi-typische Frontgestaltung sowie heruntergezogene Front- und Heckschürzen mit formschlüssig integrierten Front- und Heckleuchten verleihen diesem Produkt eine kompakte und dynamische Ausstrahlung. Sauber modellierte Radausschnitte, einheitlich 15 Zoll Räder, die außenbündig zur Karosserie abschließen, steigern den Ausdruck von Kraft und Eleganz. Alle Quattro- und frontgetriebenen Modelle erhielten völlig neue Hinterachskonstruktionen. Gleichzeitig wurde der Radstand um 65 mm vergrößert. Die Basisbereifung der Dimension 195/65/15 gewährleistet guten Abrollkomfort und eine sichere Kraftübertragung. Neben der Radstandsänderung wurde die Spur vorn 38 mm und hinten 39 mm breiter. Neu für den Audi 80 ist das Angebot eines Sechszylindermotors. Dieser V6-Motor mit 2,8 Liter Hubraum wurde erstmals im Audi 100 vorgestellt. Leistet 128 kW gleich 174 PS. Seine Zylinderanordnung im Winkel von 90 Grad sorgt für hohe Kult. Durch seine kompakte Bauart ist er mit 160 kg der zurzeit kürzeste und leichteste Motor seiner Hubraumklasse. Seine moderne konstruktive Auslegung, zum Beispiel mit einem Schaltsaugrohr, vollelektronisch-sequentielle Einspritzung MPI, zwei getrennten Lambda-Regelkreisen, sogenannten Schmetterlingskatalysatoren, zylinderselektiver Zündung, ruhender Hochspannungsverteilung sowie kennfeldgesteuerter Abgasrückführung bietet dieses Triebwerk völliges Drehmoment und hohe Leistungsentfaltung über den gesamten Drehzahlbereich. Die Verwendung dieser Komponenten gewährleistet ein sauberes Abgas. Seine Fahrleistungen, Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde, 8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 220 km pro Stunde. Neben dieser Top-Motorisierung werden auch die bewährten Vierzylindermotoren, ein Fünfzylindermotor sowie zwei Dieselmotoren zur Verfügung stehen. Zunächst die Vierzylinder-Otto-Motoren. Aus 2 Liter Hubraum stehen je nach Motorsteuerung drei Leistungsvarianten zur Auswahl. Dieser 2-Liter-Motor leistet 66 kW gleich 90 PS. Die Gemischaufbereitung und Zündungssteuerung übernimmt die bekannte Monomotronik. Dieser 2-Liter-Motor leistet 85 kW gleich 115 PS. Seine Motorsteuerung übernimmt die VW-eigene Entwicklung Digifant. Ausgerüstet mit Vierventiltechnik und durch KE-Motronik gesteuert, leistet dieser 2-Liter-Motor 101 kW, gleich 137 PS. Mit diesem 2,3 Liter Fünfzylinder steht ein ausgereiftes Triebwerk zur Verfügung. Es leistet 98 kW, gleich 133 PS. Seine Motorsteuerung übernimmt die 1986 erstmals vorgestellte KE3 Getronic. Besonders wirtschaftlich präsentieren sich beide völlig neu entwickelten und turboaufgeladenen Dieselmotoren. Sie leisten Hubraum gleich jeweils aus 1,9 Liter entweder 55 kW gleich 75 PS oder mit direkter Einspritzung 66 kW gleich 90 PS. Beide Motoren unterschreiten jetzt bereits die Emissionsgrenzwerte, die europaweit erst ab 1993 eingeführt werden. So zum Beispiel die 55 kW Dieselversion. Komponenten wie Abgasrückführung, Katalysator und niedrige Verbrauchswerte garantieren geringe Schadstoffmengen.
Neben guten Fahrleistungen stand zusätzlich hohe Wirtschaftlichkeit bei der Entwicklung eines 66 kW turboaufgeladenen Dieselmotors mit Direkteinspritzung im Vordergrund. Gegenüber herkömmlichen PKW-Dieselmotoren, beispielsweise mit Wirbelkammerverfahren, ergeben sich hier spezifische Verbrauchsvorteile von bis zu 20%. Die Verbrauchswerte im Einzelnen. Bei konstant 90 km pro Stunde 3,8 Liter. Bei konstant 120 km pro Stunde 5,2 Liter. Und im Stadtzyklus 6,2 Liter. Eine komplett überarbeitete Karosserie sowie neue Motorlagerungen sorgen zusammen mit den vom Computer ermittelten Maßnahmen zur akustischen Verbesserung für eine deutliche Absenkung des Innengeräuschniveaus. So ergibt sich bei einer Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde ein Messwert von 72 dBA. Neben gesteigertem Komfort ist die Karosserie spürbar steifer geworden. Dadurch bietet sie ein kompaktes und stabiles Fahrerlebnis. Dafür sorgt auch das 15 Zoll Fahrwerk. Hier kommen die Vorderachse des Audi Coupé in optimierter Ausführung sowie je nach Antriebskonzept zwei völlig neu entwickelte Hinterachsen zum Einsatz. Fast schon skulpturhaft die neuen Kraftstoffbehälter. Moderne Fertigungstechnik ermöglicht hier eine platzsparende Anpassung an den zerklüfteten Unterboden des Fahrzeugs. Im Zusammenwirken einer neuen Karosserie-Bodengruppe, neuer Kraftstoffbehälter und Hinterachsenkonstruktionen konnte ein besonderer Kundenwunsch realisiert werden. Der Kofferraum wurde eben und glattflächig gestaltet. Außenliegende Federbeinaufnahmen sorgen für noch bessere Beladbarkeit. Serienmäßig 2/3 zu 1/3 umklappbare Rücksitzlehnen gestalten den Kofferraum variabel. So ergibt sich eine Durchladebreite von 1 Meter. Durch diese variable Gestaltung des Kofferraumes steigt so das mögliche Ladevolumen nach VDA auf 712 Liter. Im Bereich der passiven Sicherheit bietet der neue Audi 80 ebenfalls Besonderheiten. Die Sicherheitszelle wurde im Hinblick auf Stabilität beim Seitenaufprall im Türenbereich, beim Frontaufprall und auch beim Fahrzeugüberschlag weiterentwickelt. Insbesondere wurden zusätzliche Längs- und Querträger sowie Knoten- und Querschnittsoptimierungen realisiert. Darüber hinaus wurden alle 4 Türen mit Aufprallträgern aus einer hochfesten Aluminiumlegierung verstärkt. Sogenannte Crashfugen an den Türen wirken einem Türverklemmen selbst bei größeren Karosserieverformungen entgegen. Der Kraftstoff ist gleich der Hinterachse angeordnet, dadurch wird eine hohe Aufprallsicherheit erzielt. Neben umfassenden Maßnahmen ist hervorzuheben, dass das von Audi entwickelte Sicherheitssystem ProConten nun zur serienmäßigen Ausstattung zählt. Seine Funktion ist ebenso einfach wie zuverlässig. Bei einem Aufprall wird das Lenkrad vom Fahrer weggezogen. Gleichzeitig werden die vorderen Sitzgurte gestrafft. Ein Lenkrad-Airbag als Sonderausstattung zusammen mit ProConten stellt zurzeit die wirksamste Sicherheitskombination dar. Neben Preis und Produktionstechnik ist es vor allem die Qualität, die den Markterfolg eines Produktes bestimmt. Qualitätssicherung ist bei uns ein nie abreißender Prozess. Wie zum Beispiel hier der Schiebedachtest. Die Dauererprobung der Türmechanik. Oder die Wasserdichtigkeit. Neben den qualitätssichernden Maßnahmen im Ablauf der Herstellung ist die Wahl der Verfahren und Werkstoffe Grundlage des hohen Qualitätsniveaus bei Audi. Auch für diese.
den neuen Audi 80. Im Teil 2 möchten wir Ihnen die Leerlauf- und CO-Prüfung des 85 kW Motors näher bringen. Zunächst einige Merkmale dieses 2-Liter Motors. Dieser Vierzylinder-Motor leistet 85 kW gleich 115 PS. Seine Kraftstoffmengen sowie Zündzeitpunktzuordnung übernimmt eine Weiterentwicklung der 1986 erstmals vorgestellten Digifant-Motorsteuerung. Grundsätzliche Beschreibungen der Digifant-Motorsteuerung finden Sie in den Selbststudienprogrammen 87 und 103. Neu ist, dass erstmals bei dieser Digifant-Steuerung eine Leerlauf- und CO-Einstellung nicht möglich ist. Die Sensoren und Aktoren, sprich Informationsgeber und Stellglieder, sind von ihrer Funktion bekannt und wurden im Wesentlichen vom 1,8-Liter-Motor des Golf GTI übernommen. Die gewohnten Korrekturmöglichkeiten des Leerlaufs sowie die Beeinflussung des CO-Gehalts an diesen Stellen ist nicht mehr möglich. Selbstverständlich muss nach wie vor eine Überprüfung dieser Grundeinstellungen durchgeführt werden. So zum Beispiel im Rahmen des jährlichen Inspektionsservice, nach bestimmten Reparaturarbeiten oder bei der Abgassonderuntersuchung. Die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Überprüfung und eventuelle Einstellung des Motors sind Ihnen bekannt und sind vollständig im Reparaturleitfaden beschrieben. So zum Beispiel die Mindesttemperatur des Motors oder das Ausschalten sämtlicher elektrischer Verbraucher. Bevor wir zur Überprüfung und Einstellung kommen, ein Hinweis. Dieser Digifant ist mit einem Permanentfehlerspeicher ausgerüstet. Auch er ist Ihnen sicherlich von anderen Motorsteuerungssystemen bekannt. Neu ist allerdings, dass selbst nur sporadisch auftretende Fehler permanent gespeichert bleiben, also nicht nach einer bestimmten Anzahl von Motorstarts gelöscht werden. Sollten Sie also Fehler in der elektrischen Peripherie erkannt oder repariert haben, so ist der nächste Punkt wichtig. Der Fehlerspeicher muss abgefragt und im Anschluss daran gelöscht werden. Nur so ist gewährleistet, dass es bei einem nächsten Werkstattaufenthalt keine Fehldiagnose eines Kollegen oder einer Kollegin gibt. Dieser Zündungstester ist ein Baustein der neuen Testgerätegeneration und löst seinen Vorgänger VAG 1367 ab. Neu ist zum Beispiel die Funktion der Temperaturmessung sowie eine hier integrierte Triggerzange. Erwähnenswert ebenfalls, dass dieses Gerät mit Akku betrieben wird und damit die oft schwierige Spannungsversorgung durch das Fahrzeug ablöst. Wieder zur Grundeinstellung. Auch zur Leerlauf- und CO-Einstellung ist eine Abfrage des Fehlerspeichers bei laufendem Motor notwendig. Erst wenn hier kein Fehler vorliegt, kann die Grundeinstellung vorgenommen werden. Moment, löschen Sie vorher bitte den Fehlerspeicher. Mit den Tasten 0 und 4 und zusätzlich 2x0 für die Anzeigegruppennummer leiten Sie die Grundeinstellung ein. Bei dieser Anzeige befindet sich das Steuergerät im Einstellmodus. Übrigens, die hier angezeigten Zahlenwerte sind für Ihre Prüfung ohne Bedeutung. Zunächst der Zündzeitpunkt. Erhöhen Sie so die Drehzahl. Dabei muss sich der hier angezeigte Zündzeitpunkt zwischen 4 bis 8 Grad vor dem oberen Totpunkt befinden. Sollten Korrekturen notwendig werden, so sind diese an gewohnter Stelle möglich. Wie gesagt, eine Einstellung der Leerlaufdrehzahl sowie des CO-Gehaltes ist nicht mehr möglich.
Darum noch einmal zu dieser Anzeige. In diesem sogenannten Einstellmodus adaptiert das Steuergerät die momentanen Motorverhältnisse. Darum lassen Sie bitte den Motor mindestens eine Minute im Leerlauf laufen. Dieses Lernen oder anders das Adaptieren bestimmter Störeinflüsse, zum Beispiel Undichtigkeiten im Ansaugbereich, ist natürlich nur in bestimmten Grenzen möglich. So werden innerhalb dieser einen Minute im Leerlauf der Stromwert für das Leerlauffüllungsregelungsventil sowie die Einspritzzeit der Einspritzventile neu festgesetzt. Ein Hinweis: Diese Grundeinstellung ist auch notwendig, wenn abgasrelevante Bauteile, wie zum Beispiel dieses Tensiometer, erneuert werden müssen. Mit dieser Taste beenden Sie nun die Grundeinstellung. Wichtig: Hierbei darf der Lüfter für Kühlmittel nicht laufen. Nun noch die Tasten 0 und 6 für Datenübertragung beenden und quittieren. Und im Anschluss daran den Leerlauf und CO-Gehalt prüfen. Bei ordnungsgemäßen Prüfvoraussetzungen muss sich der Leerlauf jetzt zwischen 770 und 870 Umdrehungen pro Minute sowie ein CO-Gehalt zwischen 0,2 und 1,2 Volumenprozent ergeben. Andernfalls prüfen Sie bitte das Ansaugsystem auf Dichtigkeit und führen anschließend die Stellglieddiagnose durch. Sie findet bei eingeschalteter Zündung statt. Zunächst wird im 0,5-Sekunden-Takt das Kraftstoffpumpenrelais angesteuert. Dann das Leerlaufstabilisierungsventil. Und abschließend das Magnetventil des Aktivkohlebehälters. Eine erneute Stellglieddiagnose ist erst nach Aus- und Wiedereinschalten der Zündung möglich. In diesem Teil der Betriebsschulung möchten wir Ihnen die Fahrzeugelektrik des neuen Audi 80 vorstellen. Oft bietet sie Anlass zu heftigen Fachdiskussionen mit Kollegen, wenn es um die Fehlersuche oder bestimmte Funktions- und Konstruktionskenntnisse einzelner Elektrikausstattungen und Umfänge geht. Zwar nicht alltäglich, aber möglich. Ein Kabelbrand in der Elektrik. Für die Erneuerung dieses Leitungsstranges wäre zum Beispiel ein Ausbau der Schalttafel notwendig. Modularer Aufbau von Leitungssträngen oder das Zusammenfügen mehrerer Einzelkomponenten zu einem Gesamtleitungsstrang bietet vielseitige Vorteile und bildet die Grundlage automatischer Fertigung. In Abhängigkeit des vom Kunden bestellten Fahrzeugs entsteht zum Beispiel ein Schalttafelleitungsstrang, der genau seiner individuellen Ausstattung entspricht. Vorstellbar also, wie viele unterschiedliche Leitungsstränge in Abhängigkeit der Motorgetriebekombination und der elektrischen Ausstattungen möglich wären. Zur Vereinfachung Ihrer Praxis, so auch des Teilegeschäftes, steht im Reparaturfall nur ein sogenannter Maximalschalttafelleitungsstrang zur Verfügung. Er hat in seiner Ausführung unabhängig von der Motorgetriebeversion und dem jeweiligen elektrischen Ausstattungsumfang alle notwendigen Kabelführungen sowie Kupplungs- und Steckverbindungen. Neu und platzgleich wie beim neuen Audi 100 ist die Anordnung der Stecker zum Anschluss des Fehlerauslesegerätes. Hier können wie gewohnt Prüfungen an bestimmten elektrischen und elektronischen Fahrzeugsystemen mithilfe des VAG 1551 vorgenommen werden. Diese Sicherung übernimmt eine völlig neue Funktion. Sie sichert den Primärstromkreis der Zündung, also Klemme 15, gegen mögliche Überlastung oder bei Kurzschluss ab und bildet somit einen zusätzlichen Prüfpunkt, zum Beispiel bei Nichtanspringen des Motors.
Grundsätzlich neu ist die elektrische Absicherung des Kühlmittellüfters nicht. Neu ist aber die Baugröße sowie die Platzierung dieser Sicherung. Wegen des höheren Strombedarfs der, je nach Motorversion, abgestimmten Elektrolüfter werden hier Absicherungen zwischen 40 bis 60 Ampere notwendig. Für den Audi 80, das Audi Coupé sowie für das Audi Cabriolet befindet sich hier ausstattungsabhängig ein zusätzlicher Relaisträger. Hier finden Sie maximal 4 Relais. Für die Audi 80 Limousine 2, dieses Kombirelais für ABS auf Position Nummer 1 und dieses für Nebelschlussleuchtenabschaltung auf Position Nummer 4. Für das Audi Coupé zusätzlich auf Position 2 das Relais für Heckscheibenwischer. Und für das Audi Cabriolet auf Position 2 und 3 die Relais ausschließlich für die elektrische Betätigung des Fahrerfensters. Im letzten Teil der Betriebsschulung möchten wir Ihnen die Einstellungen von Sturz und Spur an der neuen Doppelquerlenker-Hinterachse für Allradfahrzeuge näherbringen. Zunächst aber einige Besonderheiten. Außen an der Karosserie angeordnete Federbeinaufnahmen sorgen im Fahrzeuginneren für noch mehr Raum. So steht jetzt eine Durchladebreite von 1 Meter zur Verfügung. Die Anordnung des oberen Dreiecksquerlenkers über dem Rad ergibt eine hohe Abstützung für den Radträger und sorgt damit für hohe Aufnahme von Längs- und Querkräften. In Verbindung mit dem unteren Dreiecksquerlenker, gleichzeitig Führungslenker, ergeben sich im Fahrbetrieb Radstellungsänderungen, die ein neutrales Eigenlenkverhalten beim Bremsen und Beschleunigen gewährleisten. Neu ist die Größe dieser Gummilager. Sie bilden die Verbindung zwischen Hilfsrahmen und Aufbau und sind richtungsabhängig eingebaut. In dieser noch großvolumigeren Ausführung sorgen sie für ein deutliches Plus an Fahrkomfort. Die Einstellung von Sturz und Spur ist weniger umfangreich. Nach Lösen der Befestigungsmutter auf der gegenüberliegenden Seite lässt sich der Sturz durch Verdrehen dieser Exzenterschraube einstellen. Drehen Sie zur Korrektur maximal 90 Grad nach rechts oder links. Damit gewährleisten Sie, dass eine Beschädigung des Widerlagers bzw. der Exzenterscheibe vermieden wird. Da mechanische Verspannung nie ganz auszuschließen ist, sollten Sie den Sturzwert nach Festziehen der Befestigungsmutter noch einmal prüfen. Abschließend muss eine Prüfung der Spur erfolgen. Ebenfalls gut zugänglich die Einstellschraube zur Spureinstellung. Nach Lösen der Befestigungsmutter kann über Verdrehen der Exzenterschraube der Spurwert eingestellt werden. Zur Einstellung der Spur gilt auch hier: Drehen Sie die Exzenterschraube zur Korrektur maximal 90 Grad nach rechts oder links, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Mit dem Festziehen der Befestigungsmutter und einer nochmaligen Prüfung des Spurwertes ist diese Einstellung beendet. Das waren unsere Hinweise zur Technik des neuen Audi 80. Die abschließenden Fragen des Übungsheftes und Arbeiten am Fahrzeug werden Ihnen sicherlich keine Probleme bereiten.